Ich darf alles jetzt wieder. Meine Schwester hat AstraZeneca gekriegt, mein Vater BioNTech, meine Mutter hat jetzt, glaube ich, Moderna. Gott sei Dank, mit diesem Impfzentrum ist ein bisschen Bewegung bei Taxigeschäft. Willkommen zu Hamburgs einziger legaler Massenveranstaltung. Einsatzteam für Nina. Wir reihen uns hier mal ein. Es gibt in Hamburg nur ein Impfzentrum, aber dafür ist es das größte Deutschlands. Mehr als 8000 Mal pro Tag wird in Messehalle A3 AstraZeneca, Moderna oder BioNTech gespritzt. Hier müssen wir jetzt ein bisschen warten, ne? Am einzigen Ausgang warten Angehörige von Impflingen auf die Rückkehr ihrer Freunde oder Verwandten. Die Stimmung beim Wiedersehen gelöst. Du kriegst eine Feierfaust. Was machen wir jetzt? Wir feiern jetzt. Nein, feiern dürfen wir nicht, Mama. Ich feiere ja auch alleine mit mir und meiner Cola. Jetzt warte ich drauf, dass unser Grieche aufmacht und schönes Gyros-Essen auf dem Tisch mit einem Bier. Jule Böhm wartet auf ihre Mutter. Bis zu ihrer eigenen Impfung braucht die Lehrerin noch viel Geduld. Ich habe leider 2 Wochen, bevor ich meine Impfung gehabt hätte, Corona gekriegt. Ja, ich hatte einfach lieber die Impfung gehabt und ich habe auch Wochen danach immer noch ziemlich zu schnaufen gehabt beim Fahrradfahren und so. Das hätte ich mir gerne erspart. Für Corona-Genesene empfiehlt die Ständige Impfkommission eine Impfung frühestens 6 Monate nach der Infektion. Böhm ist im Herbst dran. Dann werden wohl alle Deutschen ein Impfangebot erhalten haben. Im Hamburger Impfzentrum wird von 8 bis 20 Uhr gespritzt, 7 Tage die Woche. Für Mustafa Kaya ist das Impfzentrum die Rettung. Eigentlich überführt Kaya Limousinen. Wegen der Lockdown, wegen der Pandemie halt, hatten wir nichts zu fahren. Und da hat sich mein Chef überlegt, ja, lass uns doch mal hier im Impfzentrum sowas aufstellen. Seit März arbeitet Kaya hier. Schürze statt Anzug und Krawatte, kein dicker Benz mehr, sondern Brötchen. Ja, die laufen am besten. Die normale Franz läuft am besten. Ja. Kajas Wagen steht am Haupteingang. Vor dem Termin haben wenige Impflinge die Ruhe für einen Kaffee. Danach dagegen schon. Und manche feiern sogar ein bisschen. Ich habe das schon öfters erlebt, dass die Leute hier sich Kaffee geholt haben oder Cola und hier angestoßen haben, weil sie geimpft worden sind. Vor dem Impftermin sind viele Impflinge aufgeregt. Der Termin im Impfzentrum ist vor allem für ältere Menschen, die lange sehr wenige Kontakte hatten, schnell eine Überforderung. Deshalb gibt es das Care-Team. Junge Leute, die die Impflinge empfangen, begrüßen, befragen, begleiten. Im Care-Team arbeiten viele aus der Veranstaltungsbranche. Auch der DJ und Musiker Jakob Seidensticker. Seidensticker, mein Name. Ich fahr mal Meter weiter hier erstmal von der Straße runter. Insgesamt sind pro Tag fast 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Impfzentrum in 2 Schichten im Einsatz. Die Stimmung ist wirklich gut. Also jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt was zu unterstützen, was das ganze Impfen und die Impfkampagne angeht, das zu tun, ja, beflügelt einfach, ne? Ich habe hier im Taxiausgang einen Rollator stehen. Könnte den jemand von euch bitte hochbringen? Nina Streit ist eine der Koordinatorinnen des Care-Teams. Marlin, hat sich das geklärt mit dem Taxifahrer? Ohne Pandemie würde Streit jetzt wohl auf einem Musikfestival arbeiten. Aber die 24-Jährige hat ihre Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau ausgerechnet 2020 abgeschlossen, als alles anders kam. Mit ihrem Job im Impfzentrum kommt sie aber ziemlich gut durch die schwierige Zeit. Es ist so wie so ein kleines Festival, kann man das auch vergleichen. Also man macht so die gleiche Arbeit, aber mit anderen Menschen. Und ich kriege hier Gott sei Dank kein Bier übergeschüttet, würde ich mal sagen. Man ist hier schon so in seiner kleinen Impfzentrum-Bubble, würde ich mal behaupten. Also man hat hier wirklich sehr viel gute Laune und kann auch so ein bisschen abschalten, dass man so ein bisschen dem langweiligen Alltag entfliehen kann. Bei tausenden Impfungen am Tag wird es ab und zu auch mal eng. Die Termine sind strikt getaktet. Kleine Verzögerungen drinnen führen draußen zum Stau. Es schockiert mich geradezu. Ich bin so kurz davor, rückwärts kehr zu machen und zu sagen, das tue ich mir hier jetzt nicht an. Für die Taxifahrer kann gar nicht genug los sein. Was mal der Flughafen war, ist für sie im Moment das Impfzentrum. Zumindest ein bisschen. Sichere Aufträge und eher kurze Wartezeiten machen den Standort attraktiv. Und wenn doch mal wenig los ist? Sehr schön. Was soll man machen? Sonst mit Internet, mit Facebook, man wird krank, ne? Aber Schach läuft gut im Moment.
Viele Impflinge kommen mit dem eigenen Auto. Direkt am Impfzentrum gibt es nur sehr wenige Parkplätze und viel Stop and Go. Besonders oft wird es an dieser Auffahrt zur sonst eher verlassenen Lagerstraße eng. Der Fußgängerausgang für alle Impflinge trifft hier auf die Zufahrt zu einem Parkplatz, der ausschließlich Menschen mit Behinderung vorbehalten ist. Und das scheint nicht jeder gleich zu verstehen, der unter Impftermindruck auf Parkplatzsuche ist, trotz zusätzlicher extra großer Schilder. Am Ende werden heute alle ihre Spritze erhalten, auch wenn sie etwas zu spät kommen. Es ist ein besonderer Tag. An diesem 28. April werden in Deutschland erstmals an einem Tag mehr als 1 Million Menschen gegen Covid-19 geimpft. Auch die Mutter von Jule Böhm. Ich bin erledigt, herrlich. Sehr gut. Super. Ich gehe jetzt einen Kaffee trinken. Auf der Straße. Das ist bescheiden. Nein, ich bin echt froh. Also ich finde, es wurde Zeit, dass es ein bisschen mehr losgeht. Drücke Ihnen die Daumen, dass Sie auch bald geimpft werden. Mindestens bis Ende Juli 2021 soll das Impfzentrum in Betrieb sein. Dann könnten allein in der Messehalle weitere 700.000 Impfdosen verabreicht worden sein.